Der Übergriff des Haushaltsgesetzentwurfs in den Beginn der nächsten Legislaturperiode, also das vierte Quartal 2019, ist üblich und operativ richtig, da er durch das Jährigkeitsprinzip des Haushaltsgrundsätzegesetzes gedeckt ist. Der Übergriff in das Jahr 2020 ist das jedoch absolut nicht. Dieser Übergriff ist weder üblich noch ist er operativ richtig. Er ist auch nicht notwendig, wie der Parlamentarische Beratungsdienst richtigerweise festgestellt hat. Und vor allem, er entbehrt jeglicher demokratischer Legitimation. Denn die demokratische Legitimationskraft eines Parlaments ist auf die jeweilige Wahlperiode begrenzt, für die es gewählt wurde. Und diese endet für dieses Rot-Rot eben bereits im kommenden Jahr 2019 und wie es aussieht, längerfristig. Mit diesem zeitlichen Übergriff in die siebte Legislaturperiode und der Planung für das Jahr 2020, welches vollständig in der siebten Legislaturperiode liegt, ist der vorliegende Gesetzentwurf also ein massiver Übergriff in die Budgethoheit des noch zu wählenden siebten Parlaments des Landes Brandenburgs. Dieser Eingriff in die Budgethoheit bedeutet eine Verletzung eines grundlegenden deutschen Verfassungsgesetzprinzips und auch die schwerwiegende Verletzung des Demokratieprinzips. Das Demokratieprinzip hat in Deutschland höchsten Verfassungsrang. Es ist sogar durch die Unabänderlichkeitsklausel aus Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes selbst gegenüber dem verfassungsändernden Gesetzgeber geschützt. Das Demokratieprinzip folgt Artikel 20 Grundgesetz. Das Demokratieprinzip ist das grundlegende Prinzip der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Denn anders als demokratisch kann die Freiheit der Bürger nicht verwirklicht werden. Und anders als demokratisch ist Freiheit in Deutschland nicht verfassungsgemäß definierbar. Das Demokratieprinzip ist damit nicht abwägungsfähig, es ist unantastbar. Und dieses Ewigkeitsprinzip des deutschen Grundgesetzes wird durch den hier vorliegenden Haushaltsgesetzentwurf durch diese rot-rote Regierung in seinen Grundfesten angegriffen. Und dieser Angriff auf die Grundfeste unserer Verfassung geschieht durch eine Landesregierung, die regelmäßig danach schreit, einem unliebsamen politischen Gegner wegen angeblicher Ablehnung eben jener freiheitlich-demokratischen Grundordnung durch den Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Das ist natürlich an den Haaren herbeigezogen, aber dies nur am Rande. Genau diese Landesregierung will nun ein Haushaltsgesetz verabschieden, also eines der zentralen und wichtigsten Gesetze des Regierungshandelns, welches eindeutig mit der brandenburgischen Landesverfassung, mit dem deutschen Grundgesetz und mit den Grundfesten und Grundprinzipien der Freiheit und der Demokratie, wie sie in Deutschland definiert sind, nicht in Einklang zu bringen ist. Diese Landesregierung tut dies sehenden Auges in der größtmöglichen Arroganz und Abgehobenheit, die man sich gegenüber dem demokratischen Souverän, dem Volk, nur vorstellen kann. Machterhaltung um jeden Preis, Machterhaltung auch unter Inkaufnahme der Beschädigung demokratischer Prinzipien. Aber wer bereit ist, Deutschland abzuschaffen, dem kann auch die Demokratie nicht viel wert sein. Die Grundfeste der Demokratie, die Grundfeste der Freiheit, wie wir sie seit Generationen definieren, werden hier einfach mal beiseite gewischt und für obsolet erklärt, nur um sich selbst einen kleinen Vorteil in dem selbstreferenziellen Spiel um die Macht zu sichern, das ist nicht einmal durch das Wort Erbärmlichkeit abschließend zu beschreiben. Die Gewährleistung der Stabilität der Finanz- und Haushaltslage auch über 2020 hinweg kann kein Grund sein. Wahlen im September gab es ja schon öfter in Deutschland, in den Ländern auch schon immer. Und es gab bisher nur selten solche Versuche, wie dem jetzigen, der nächsten Regierung ein so faules Ei ins Nest zu legen. Interessant an dieser Fragestellung ist auch der Vergleich mit Sachsen. Denn auch dort hat die aktuelle Landesregierung einen Plan verfolgt, über die Wahlperiode hinaus auch für 2020 einen Haushaltsplan zu verabschieden. Sowohl in Sachsen als auch in Brandenburg stehen die allgemeinen Zeichen des Wählerwillens nach aktuellen Umfragen auf Wechsel. In Brandenburg droht rot-rot die Abwahl aus gutem Grund. In einer solchen Situation einen Übergriff in das Königsrecht der kommenden Legislaturperiode zu planen und vorzunehmen, hat mit politischem Fairplay und mit haushalterischer Planung nichts zu tun. Sie wollen damit der kommenden Landesregierung ihren rot-roten Dilettantismus möglichst lange ans Bein binden. Dieser Übergriff kann nur als vorweggenommener Versuch der Sabotage des unliebsamen politischen Gegners gewertet werden. Und genauso stellt es sich auch dar, wenn man die weiteren Rahmenbedingungen betrachtet. Der Haushaltsplan für 2019-2020 ist mit einem Umfang von ca. 25,3 Milliarden Euro der größte in der Geschichte des Landes Brandenburg.
Die wirtschaftliche Prognose für die kommenden Jahre ist aktuell nicht mehr so üppig. Der DAX ist in diesem Jahr seit seinem Allzeithoch im Januar 2018 von knapp 13.600 Punkten bereits um ca. 20% auf aktuell unter 11.000 Punkte gefallen. Die kommende Legislaturperiode fällt also voraussichtlich in eine Phase konjunktureller Abkühlung. Dies ist allgemein schon keine leichte Startbedingung für eine neue Regierung. Wenn dann noch die vorherige Regierung trotz einer konjunkturellen Hochphase auch das Tafelsilber, also die finanziellen Rücklagen, verjubelt hat, darüber hinaus sein eigenes dilettantisches politisches Programm so weit wie nur irgend möglich durch eine übergriffige Haushaltsplanung festgeschrieben hat und zusätzlich kurz nach Beginn der neuen Legislaturperiode die Schuldenbremse zur Geltung kommt, wird es für die neue Regierung natürlich doppelt und dreifach schwer werden, die Regierungsgeschäfte ordnungsgemäß zu finanzieren, sie korrekt auszuüben und dabei auch noch eigene Schwerpunkte zu setzen. Die neu gewählte und vom Wähler demokratisch legitimierte Regierung kann unter solchen Rahmenbedingungen, wenn überhaupt, nur sehr schwer agieren. Und damit kommen wir zur zweiten Ebene der Betrachtung, der allgemeinen Betrachtung der Mittelverwendung. Wir werden im weiteren Verlauf dieser Plenarsitzung noch genauer auf die einzelnen Teilbereiche eingehen und die Einzelpläne des Haushalts und die verschiedenen Einsatzzwecke der Staatsmittel eingehen. Aber ein paar grundlegende Dinge zur Mittelverwendung müssen auch an dieser Stelle schon gesagt werden. Erst vor etwas über einer Woche hat der Landesrechnungshof zu Recht die Landesregierung für ihre Ausgabenpolitik getadelt. Dieser aktuelle Jahresbericht enthält einige gewichtige Punkte. Bereits in der ersten Lesung dieses Gesetzentwurfs hatte ich darauf aufmerksam gemacht, dass unter Rot-Rot die konsumtiven Ausgaben immer weiter angewachsen sind. Der Staat verzehrt sich selbst und kommt den Aufgaben, die ihm übertragen wurden und für die er die Mittel vom Souverän, dem Volk, erhält, nicht mehr effizient nach. Der Bürger wird geschröpft und unnötig stark zur Kasse gebeten. In dieser Einschätzung gibt mir auch der Landesrechnungshof in seinem Bericht recht. Auf Seite 93 heißt es, dass es unter Rot-Rot erneut einen deutlichen Zuwachs bei den konsumtiven Ausgaben gibt. Dieser Zuwachs an konsumtiven Ausgaben kann dadurch erstens einen massiven Eingriff in die allgemeinen Rücklagen, zweitens einen kontinuierlichen Rückgang der Investitionsausgaben und drittens durch einen Anstieg der Steuereinnahmen, Stichwort Schröpfung der Bürger, um sage und schreibe 23,7% bis 2022 erreicht werden. Diese 23,7% mehr Steuereinnahmen sollten die Brandenburger Bürger als mehr Netto vom Brutto in der Tasche behalten. Damit wäre Brandenburg weit mehr geholfen als mit der konsumtiven Mittelverschwendung durch Rot-Rot. Die Ausübung ihrer Regierungsgeschäfte ist weder gewissenhaft noch sorgfältig. Ihnen mangelt es gar an der grundlegenden Akzeptanz demokratischer Spielregeln, wie sie mit dem Eingriff in die Budgethoheit des 7. Landtages eindrucksvoll unter Beweis stellen. Ihr demokratisches Verständnis ist so verkümmert, dass Sie die demokratischen Verhältnisse des Landes Brandenburg als vollkommen auf den Kopf gestellt betrachten. Sie werden treuhänderisch vom Volk als Gärtner zur Pflege des Staates, des Gartens und seines Vermögens eingesetzt. Was tun Sie? Sie betrachten sich nicht als pflichtbewusster Gärtner, sondern Sie machen sich selbst zum wilden Bock und fressen die Knospen von all dem ab, was die fleißigen Bürger in Brandenburg säen. Und warum ist diese Politik weder gewissenhaft noch sorgfältig? Kommen wir mal auf die Personalausgaben zu sprechen. Der Landesrechnungshof schreibt, dass die Personalausgaben von 2012 bis 2017 um 17,9% gestiegen sind. Im gleichen Zeitraum wuchsen die bereinigten Ausgaben jedoch nur um 10,8%. Die weitere Prognose dieses überproportionalen Zuwachses bei den Personalausgaben sieht noch erschreckender aus. Bis 2020 sollen die Personalkosten nämlich noch weiter um mehr als 500 Millionen Euro ansteigen. Die Personalausgabenquote steigt also noch mal deutlich an. Das besondere Problem daran, alle zentralen und wichtigen Aufgabenträger der wichtigsten Staatsausgaben klagen über Personalmangel. Thema innere Sicherheit, die Feuerwehren im Land sind massiv unterbesetzt, die Polizei in Brandenburg ist massiv unterbesetzt, kaputtgespielt durch das rot-rote Experiment der Polizeireform. Die Märkische Oder-Zeitung schrieb am vergangenen Wochenende etwa, dass sich immer mehr Brandenburger bewaffnen. Soweit ist es mit ihrer inneren Sicherheit schon gediehen. Die Bürger verlieren das Vertrauen in die Regierung. Die Gerichte in Brandenburg kommen vielfach den Aufgaben nicht mehr nach, weil sie unterbesetzt sind.
Sozial- und Verwaltungsgerichte müssten knapp 2 Jahre schließen, nur um die noch nicht erledigten Fälle abzuarbeiten. Der Verfassungsschutz ist unterbesetzt und die vielen islamistischen Gefährder können machen, was sie wollen. Sie setzen die innere Sicherheit dieses Landes aufs Spiel und die Auswirkungen sieht man an allen Ecken und Enden, von Messerattacken und Schlägereien bis hin zu Mangelphänomenen in der Bildung, alles auf Kosten der einheimischen Bevölkerung. Thema Bildung: Lehrkräfte fehlen an allen Ecken und Enden. Es wird auf Seiteneinsteiger en masse gesetzt. Die findet man aber auch nicht so einfach auf dem leergefegten Arbeitsmarkt. Oder Thema Demokratie: Schon vor dem Jahresbericht hat der Landesrechnungshof in einem Grundsatzprüfbericht dargelegt, dass die rot-rote Regierung es eigentlich seit Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts versäumt hat, auch nur ansatzweise funktionierende Strukturen der Fach- und Rechtsaufsicht zu etablieren. Damit fehlen dem Land Brandenburg die wichtigen ersten Kontrollinstanzen, die darüber wachen, dass die Verwaltungstätigkeit rechtmäßig und gesetzestreu durchgeführt wird. Diese Kontrollinstanzen sind ein immens wichtiges Instrument demokratischer Kontrolle der Regierung. Und trotz immenser Personalkosten, die kontinuierlich steigen, schaffen sie es nicht, diese Strukturen einzuführen. Beredtes Beispiel der letzten Zeit war der Fall des Medikamentenskandals ihrer völlig überforderten Ex-Ministerin Golze. Das ist ihr auf die Füße gefallen. Sie wusste wahrscheinlich gar nicht, worauf sie sich da eingelassen hat. Sie haben die Ex-Ministerin nun durch eine noch unerfahrene Nachfolgerin ersetzt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Man muss also davon ausgehen, dass sie gar nicht vorhaben und nie vorhatten, diese Kontrollinstanzen arbeitsfähig zu etablieren. Und das sagt genauso viel über ihr Demokratieverständnis aus wie die Aufstellung dieses Doppelhaushaltes, der über den Zeitraum ihrer demokratischen Legitimation deutlich hinausgeht. Und das sind nur 2 anschauliche Menetekel. Man könnte das ausführen, dafür reicht da die Zeit nicht. Zusammenfassend kann man sagen, sie reiten dieses Land also trotz bester konjunktureller Voraussetzungen und größter Gutmütigkeit seiner Bürger in Grund und Boden. Ihre Personalpolitik dient vor allem der Selbstverwaltung, und das deutet ganz klar auf eine Beförderung, eine Überforderung der Führungspersönlichkeiten hin. Mit mehr Personal immer weniger Aufgaben zu bewältigen, ist fast immer auf eine Schwäche in der Strukturierung und Systematisierung der Arbeitsprozesse zurückzuführen. Und das sind ganz typischerweise strategische Aufgaben, für die der Ministerpräsident, sein Kabinett und Führungsstab verantwortlich sind. Aber diese dezidierte Führungsschwäche kommt dem Land nicht nur in dieser direkten Hinsicht teuer zu stehen. Mit ihrer Personalpolitik reicht das noch viel weiter. Details kann ich mir an dieser Stelle ersparen. Sie leisten sich noch andere unfassbar teure Steuergräber wie den BER, teure Selbstverwaltungsfehler wie die Kreisgebietsreform und dilettieren fast in allen staatlichen Aufgabenfeldern weiter munter vor sich hin. Kaputte Infrastruktur, schlechte Bildungsstandards, zu wenig Lehrer, Thema Altanschließer, das könnte eine eigene Debatte füllen, immer noch keine Kita-Sicherheit für Eltern und dann der peinliche Versuch, das letzte beitragsfreie Jahr als die Einlösung dieses Versprechens zu definieren, das Sie in Ihrem Koalitionsvertrag ganz anders definiert haben. Kommen wir noch kurz zur dritten Ebene der Betrachtung dieses Haushaltsentwurfs. Die Fraktion der Regierungskoalition hat nach dem Entwurf noch ganze 206 Änderungsanträge eingebracht. Man wundert sich, warum diese Änderungen notwendig sind. Wenn die Regierung in enger Abstimmung mit ihrer Basis zusammenarbeiten würde, sollte dies nicht notwendig sein. Es riecht also nach einem eilig zusammengeschusterten Erstentwurf oder auch Demokratiesimulation. Diese haben Sie offensichtlich dringend nötig, so schlecht, wie es um Ihr Demokratieverständnis bestellt ist. Aber auch der eilig zusammengeschusterte Erstentwurf scheint eine sehr plausible Erklärung zu sein. Alles in allem ist dieser Haushaltsgesetzentwurf mit all seinen Facetten des Zustandekommens und aus der Betrachtung verschiedener Perspektiven ein großes Armutszeugnis für diese Regierung. Die AfD-Fraktion hat eine Vielzahl durchdachter und begründeter Haushaltsänderungsanträge eingereicht, die natürlich, sparen sich doch Ihre Energie für die folgende Debatte, die natürlich alle abgelehnt, unisono alle abgelehnt werden von Ihnen, weil es Ihnen eben nicht um Sachpolitik geht, sondern um die Pflege Ihres roten Machterhaltungsfilzes. Sie werden sich noch wundern. Vielen Dank.